Hallo, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen hier in meinem Chaos, diesmal im Untergrund in Hyrule, zu einer neuen Folge Tears of the Kingdom. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, Ladies und Gentlemen, und wünsche euch bei der heutigen Folge viel, viel Spaß. Ja, ihr seht's, das ist das dritte Auge. Und ich glaube, ich meine mich zu erinnern, ja, da ist der Schlund der Spursen. Oder beziehungsweise auch der Schlund, der uns hier runterführt. Wir haben, damit ich nämlich nicht wieder so blöd irgendwie eine Folge starte und einfach wieder keine Ahnung habe, einfach das Auge ins Loch gefeuert, nachdem wir es endlich episch lang gesucht haben in diesem Mini-Labyrinth an der Oberfläche und müssen jetzt zum dritten Mal den Weg bahnen nach Füllülülülü hierhin. Ungefähr hierhin. Laut Karte sieht es ja aus, wie laufe einfach nur geradeaus. Aber dem wird nicht so sein, weil wir spätestens hier einmal einen Bogen drumherum laufen müssen. Aber wir haben hier laut Karte, guck mal, Schienen. Ich glaube, das haben wir das letzte Mal auch gesehen. Wir werden mal gucken, ob wir da hinkommen und ob wir es aktivieren können. Und Lovely Bunny Odin ist jetzt auch gerade erwacht, weißt du? Die ganze Zeit saß ich jetzt gerade eben daneben und habe nämlich eine Pause gemacht von den Aufnahmen Mario Wonders davor und habe ein bisschen mein Diätessen gesnackt, was im Übrigen trotzdem lecker war. Und er wollte einfach nicht rauskommen, hat sich auf die Seite geschmissen, wollte einfach nur pennen, weißt du? Und jetzt will ich ein bisschen was noch arbeiten und tun. Und jetzt hat er Bock und will raus. Ja, Kinder. Schwierig. So, egal. Das soll uns alle nicht stören. Das müsste ja jetzt da drüben irgendwo sein. Ja, viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich habe es zwar schon gesagt, ich habe ein Haar. Ich habe ein Haar. Und ich bin so ein bisschen fettig. Ja, ich nehme ab durch meine Stirn. Es kommt aus meiner Stirn raus, was? Ja, genau so. Ich habe keinen Bogen, richtig? Mhm. Das heißt... Aber im Endeffekt will ich ja nur ganz normal werfen. Also, so herum. Warum wirfst du, wenn da Licht ist? Na, damit wir noch mehr Licht haben. Ganz einfache Lösung. Aber wo sind die Schienen? Ich versuche gerade auszumachen, wo die Schienen hier sind. Ah, hier vorne. Hier. Ich habe es nicht gesehen. Pass auf. Ich bin heute blind... Und dafür ist doch ein Kraut gewachsen, nämlich ein leuchtendes. Okay. Basteln wir den Bums zusammen. Aber nicht mit dem Rad. Ah, und auch nicht mit euch. Da habe ich jetzt Bock drauf. Tötet sie, bringt sie um. Ich suche inzwischen geeignetes Zeugs. Da ist es, was ich suche. Das da suche ich. Ach, Himmelarsch. Tötet sie. Macht ihr doch mal euren Job. So, warte, lauf, lauf, lauf. Hör auf, Köpfe zu klauen. Himmelarsch. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Und die nächsten, die kommen, ihr zwei Schattendudes. Übernehmt ihr mal bitte komplett. Das kann doch nicht sein. Also... Prinzipiell brauchen wir tatsächlich nur was? Von dir gebautes wird von dem Bauautomatikverlauf hinzugefügt und kann reproduziert werden. Aha. Ich weiß. Als wäre es jetzt was Neues. Habe ich ja noch nie gehört. Frage. Die Strecke scheint sehr lang zu sein. Brauchen wir noch eine zusätzliche Battery? Ist das sowas? Nee, das ist eine Leuchte. Ist natürlich auch abgefahren. Wollen wir vorne weg? Wollen wir das Ganze ausleuchten? Leute, damit wir mal Licht ins Dunkle bringen hier. Fachgerecht. Fachgerecht, sagt sie. Ja. So. Das sieht doch gut aus. Dann setzen wir den Bums jetzt hier rauf. Steigen ein. Und... Losgelegt. Eine Draisinenfahrt, die ist lustig. Eine Draisinenfahrt, die ist schön. Das ist voll geil. Dann können wir... guck mal. Dann können wir nämlich auch ein bisschen was sehen und können schön über Miasma drüber hinweg... da war die Strecke zu Ende. Das war jetzt aber mal sowas von amtlicher freier Fall. Stopp! Geil.
Halt, 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 halt. Halt es an. Stopp. Sopp. So, wir haben es geschafft. Das war jetzt mal richtig gut. Das war jetzt mal richtig gut. Wir sollen nur das Auge da raus operieren, sagte sie. Und das war ja richtig gut. Wenn das vierte genauso wird, dann haben wir ja endlich mal die Quest gelöst. Das hat auch nur ganz viel episch lange gedauert. Habt ihr mir jetzt mehrfach in die Kommentare geschrieben? Ach, die Quest zu Ende. Jawohl, 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 ich bin dabei. Da habe ich auch gleich was im Auge. Das ist so ein trauriger Moment. Welches willst du denn? Links oder rechts? Save irgendein Dude, der oben, der die nach oben geschickt hat, um was zu sehen. Tada! Are you happy? Du hast mir drei Augen zurückgebracht. Ich führte dich zu den Abgründen auf dem Plateau. Bringe alle übrigen Augen zu mir, die du dort findest. Kann ja nur noch eins sein, da hast du nur noch ein Loch. So, das ist auch ein bisschen falsch. Es ist nur noch ein Auge. Ich fühle mich so ein bisschen wie bei Graf Zahl aus der Sesamstraße. Ein Auge hast du mir zurückgebracht. Zwei Augen hast du mir zurückgebracht. Drei Augen hast du mir zurückgebracht. So. Diejenigen, die nicht wissen, was ich meine und wovon ich rede, werden mich jetzt als richtig, richtig, richtig cringe betrachten. Diejenigen, die wissen, was ich meine, die wissen, was ich meine. Hey. Logik mit Dirty. Die Dirty Logik ist eine andere Logik. Wir sind hier noch nie normal rausgelaufen. Ich sehe nämlich zum ersten Mal eine Statue, die wir auch echt mal ausleuchten könnten. Ah. Oh, mit den Fingernägeln festgekrallt und festgehangen. Aua, 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 aua. Wäre jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, ja, sollte man öfter machen, bis das Nagelbett blutet. Hast du gesehen, ne? Pass auf. So, ich brauche mal Licht für die Schönheit. Wir müssen das schön platzieren, Freunde. Ja. Sehenswürdigkeiten sind ja auch ausgeleuchtet, damit du sie sehen kannst. Sehenswürdigkeiten. Sehen und würdigen steckt da drin. So, also, ich bin heute komisch. Alter Verwalter, das liegt an der Diät und an den Karotten, an dem Erbsen-Möhrengemüse, was ich gerade gegessen habe, mit einem leichten Schweck von Butter. Oder an der Butter. Das kann an der Butter liegen, Freunde. Mein Körper ist Fett nicht mehr gewohnt und denkt sich, ja, jetzt rastet sie aus, was für andere der Zucker ist. Geheimquelle des Lebens. War ja schon mal hier eine Geheimquelle? Bestimmt. Aber da wollen wir jetzt gar nicht hin. Wir suchen das letzte Auge. Das letzte Auge wird hier irgendwo sein. So. Hyliaberg. Ergo kalt. Ich weiß nicht, ob wir noch das Richtige ausgerüstet haben. Das werden wir aber gleich rausfinden. Blöderweise haben wir nur diesen Turm. Nee, das sieht nicht nach der Klamotte aus, die uns weiterhilft. Also müssen wir den Guten gleich umziehen, weil sonst fröstelt er gleich und wird krank. Und kranker Link ist kein guter Link. Weil wenn Link ausfällt, ist das eher schlecht für Miasma und Co. Nach dem Ladebildschirm des Todes. Ach nein, hier sind wir. Gerudo ist warm. Gerudo ist nur kalt bei Nacht. Richtig? Ich habe heute sehr viele Selbsterkenntnisse. So prinzipiell einfach geradeaus. Also heißt übersetzt, lass uns mal hoch. Extreme Hitze. Na, hier weniger. Hui. Lass uns auf die Karte gucken. Karte. Wir müssen uns drehen. Wenn das mal so einfach ginge, ne? Wenn das mal so einfach ginge. Was ist denn das für eine stylische Insel? Kennen wir die Insel schon? Boah, ich weiß nicht. Vor allem, guck mal. Da ist dieser komische Kubus. Ei, der sieht auch übelst spannend aus. Jetzt mach nicht schon wieder andere Dinge, die du machen wolltest oder die du nicht machen wolltest. Denken sich jetzt wahrscheinlich alle von euch. Ich weiß, ich weiß. Oh, ist das das Teil, wo wir schon mal hochgeklettert sind? Boah, möglich. Werden wir da jetzt nochmal hochklettern?
Ich weiß nicht, ob wir hier schon mal waren. Archipel von Ostgerudo. Möglich. Aber dieser Kubus da hinten, da waren wir definitiv noch nicht. Der sieht einfach unfassbar ultra spannend aus. So, wir werden jetzt gleich weiterreisen. Aber gucken jetzt erstmal, was wir noch finden. Hier finden wir irgendwas. Da weiß ich nicht, ob wir hier noch mehr finden. Bestimmt. Aber das Teil sieht doch richtig spannend aus. Wo ist es denn? Da. Guck doch mal, wie spannend das aussieht. Das sieht ja richtig spannend aus. Wie so ein Wolkenkratzer. Ha, ein Wolkenkratzer. Oh Gott. Habe ich gesagt, dass mein Humor heute sehr, sehr komisch ist? Das ist kein Humor. Das ist ein Zustand. Das stimmt. Gut, dass wir uns einig sind. So, weiter geht's. Steine? Steine. Ich weine, es sind Steine. Oh Gott. Was ist heute mit mir los? Es ist schon spät. Ich habe heute sehr, sehr viele komische Dinge gemacht. Und überhaupt... wir müssen noch ein bisschen. Ja, warte mal. Aber wir sollten vielleicht auch mal ein bisschen in den freien Fall gehen. Also, es zeigt mir hier jetzt noch auf jeden Fall ganz viele Flüsse an. Da, ich sehe es, ich sehe es. Aber wie weit kommen wir, ist die Frage. Wie weit kommen wir? Wir tun ihn auf jeden Fall noch ein Stück weiter. Ich sehe es, da müssen wir hin und da ist auf jeden Fall kalt. Da ist kalt, Freunde. Ich werde nochmal warten, bis Tulin uns nochmal einen Schubs gibt. Jetzt gehen wir langsam in Sturzflug. Wenn wir da hochklettern müssen, ist auch okay. Ja, aber das ist kalt. Ich werde ihn in der Luft mal umziehen. Das zeigt mir mal, wie das gehen soll, weißt du? Wie man in der Luft sich umzieht. Also, pass auf. So und so. Perfekt. Kommt schon, alles. Ich weiß nicht, ob wir hier ansatzweise bis hinkommen. Ist aber auch tatsächlich überhaupt nicht schlimm. Boah, wobei hier ist heiß. Warum habe ich mir jetzt die warme Klamotte angezogen? Ist auch sehr unpraktisch. Sehr, sehr unpraktisch. Es sah so nach Schnee aus. Freunde, ich weiß nicht, was hier abgeht. Ist hier jetzt warm? Warum ist hier warm? Was hatte ich denn vorher an? Ich hatte... Ich habe es mir nicht gemerkt. Zauberhaft. Hatte ich die an? Ich glaube, er hat... Was will sie sagen? Er hatte nackte Füße. Oder halt Waden. Was hat er oben rum angehabt? Das hier? Sie ist es doch kalt. Ach, sag doch nicht. Dann halt die kalte Klamotte an. Ach, ich weiß auch nicht. Was ist hier für ein Wetter? Warm, kalt. Weißt du, was mir hier fehlt? Ein Temperaturanzeiger. Das fehlt mir, aber es ist die Musik für Kälte. Also, deklariere ich kalt. So, neue Aufnahme. Deklariere ich, weil ich traue meiner Technik einfach nicht. Siehst du, hier ist doch Schnee. Was für... Oh, doch, wobei, das Loch können wir ausnutzen. Lache nicht über das Loch. Lache nicht, da ist... Warte, der Punkt in der Mitte. Ha! Es ist ein Sesch... Da! Wie ein Zäpfchen. Durchs Mauerwerk eingeführt. Boah, der Schatten ist geil. Der Schatten ist richtig toll. Da oben steht schon wieder irgendwas, was ich nicht mag. Was ich nicht sehen mag. Komm, ein schönes Foto von Link. Dahin wollen wir, dahin wollen wir. Ich fürchte ja, das Auge wird safe irgendwie unter Eis verborgen sein. Oh, haben wir jetzt irgendwelche Gegner? Das ist jetzt nicht dein hässlicher Ernst. Da waren wir definitiv auch noch nicht. Ach, ist doch gar nicht die richtige Stelle. Ach, Leute, ich bin auch dumm. Ah, ich bin stupid.
Ah, weißt du, hierhin, da waren wir doch schon. Dahin müssen wir. Ach, ich bin einfach dumm, ne? Ich hab das gesehen auf der Karte und dachte so, yay, das ist richtig, richtig übel, richtig. Das war richtig übel falsch. La 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 la. In meinem Kopf geht einfach gerade so die Fettparty ab. Von dem Ministückchen Butter. Denke ich, mein Körper fett, 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 lager es ein, hab damit Spaß. Nee, nee, so ist es nicht. Der hat genug Fett, der soll jetzt mal von dem eigenen verzehren, was da mit dran ist. Kann er damit Party machen von mir aus. So. Oh, das ist ein Schrein. Kennen wir den Schrein schon? Hallo, Schrein. Nein. Den haben wir definitiv noch nicht gefunden, Freunde. Wäre jetzt eine Reise wert, aber im Endeffekt ist der bestimmt richtig, richtig weit weg. Aber wir müssen ja eh die Richtung laufen. Naja, fast. So ein bisschen. Aber ihr wisst ja, Schreine sind auch sehr, sehr wichtig. Ich weiß, es sieht super nah aus, aber im Endeffekt ist das auch super weit entfernt. Warum kann ich eigentlich keine Markierung vornehmen? Warum, warum? Was habe ich hier alles markiert? Ach, ich weiß nicht, ob das alles Schreine sind. Die müsste ich auch mal auf den Grund gehen, damit ich die Markierung jetzt zur Verfügung hätte. Theoretisch und praktisch. Das Ding ist, wenn ich jetzt hier mich auf zu dem Schrein mache, weiß ich nicht, ob ich dann hier jetzt wieder zu der Abgrundstelle hinkomme. Ach, aber denke ich da dran, wo das war? Weil das Blöde ist halt, naja, wobei, guck mal, du hast hier einen Felsen, den könntest du hochklettern. Ah, ist halt ein richtig kack Umweg. Es tut mir leid. Es tut mir leid, aber ich habe ihn jetzt gesehen. Und ich liebe gerade da unten die Bäume und der Nebel und hier diese richtig geile Abendröte. Aber Leute, seid mir nicht böse. Zu dem würde ich jetzt sehr, sehr gerne hingehen. Den haben wir nämlich wirklich noch nicht. Was ist das? Boah, das sieht halt auch überhaupt nicht gut aus. Ich weiß nicht, ob ich da hingehen sollte, Freunde. Das schwebt. Oh, ich glaube, das ist so ein richtig, richtig starker Minotaurus. Was? Hä? Was ist das? Schnee? Glitzer? Irgendwas glitzert hier, Freunde. Safe bei diesem Minotaurus da. Pass auf, wir werden da den Bereich. Er ist ja ungefähr hier. Mal markieren. Damit. Warum glitzert das hier? Weil es ein göttliches Wesen ist? Freunde, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass der übelst gefährlich ist und dass wir da echt einen riesigen Bogen drumherum machen müssen. Und dass ich gerade irgendwie versuche, hier so was Hohes hochzukommen. Ich möchte mich runtergleiten lassen, damit er uns möglichst nicht sieht und verfolgt. Aber siehst du, dass es glitzert? Das ist einfach Glitzer. Das ist ja richtig komisch. Warum glitzert denn das hier? Das ist kein Schnee. Oder ist das Schnee, der glitzert? Durch die Sonne? Weil die Musik ist ja schon wieder für Schnee. Ich bin verwirrt. Aber ausgesehen hat es nicht wie Schnee, sondern wie Glitzer. Ich habe Fragen in meinem Kopf. Sehr, sehr viele Fragen. Und niemand wird sie mir beantworten können. Und es wird Nacht. Und es glitzert immer noch. Ich bin mir nicht sicher. Schnee oder Glitzer? Aber ich bin der Meinung, sonst sah Schnee nicht so aus. Es sieht anders aus, definitiv. Weil guck doch mal, das sind so richtig Funkelsternchen. Das ist kein Schnee. Ich habe keine Ahnung, was das ist, Freunde. Aber zumindest weiß ich, da unten ist die Gefahr. Der wir jetzt entgehen werden. Aber heißt auch, wir haben noch einen Rückweg, ne? Ich weiß, es tut mir leid. Quest heißt Auge. Aber Schrein. Was ist denn da oben schon wieder für ein Konstrukt? Eieiei. Merkwürdige Dinge. Oh, hier ist ein Ballon. Aber ich habe keine Fackel. Kein Feuer.
Was ist denn das? Hä? Das ist definitiv kein Schnee. Akzeptieren wir es einfach so. Nee, das muss ich klettern. Ich bin sehr gespannt, was das für ein Schrein ist. Wir müssen auch daran denken, wir haben auf jeden Fall diese Elementarschreine noch mit Wasserkraft, Windkraft und. Die habe ich ja auch noch nicht gelöst. Gefunden, teilweise. Ich sage teilweise, es sind glaube ich nicht alle. Aber die fand ich mitunter irgendwie so schwer, dass... Oder ich bin nicht auf die Lösung gekommen oder ich war zu früh drin. Dass wir gesagt haben, wir kommen auf jeden Fall nochmal wieder. Und dass ich da wieder rausgegangen bin. Das sieht doch auch aus wie so eine Figur, die da an der Spalte hängt. Aber es ist ein Pilz, ne? Ich sehe heute merkwürdige Dinge, ne? Der Schnee sieht aus wie Glitzer. Diese komischen Pilze sehen aus wie irgendwelche Figuren. Aber ungelogen, dieser Pilz hier sah von unten aus wie so eine Steinstatue, die da so rein gemeißelt ist. Ich sehe heute einfach komische Dinge. Fassen wir zusammen. Ich bin komisch und ich sehe komische Dinge. Lieben wir! Und solltet ihr das auch mögen und nicht weiter verpassen wollen, Ladies and Gentlemen, abonniert doch sehr, sehr gerne. Es kostet euch nichts, wenn euch viele Benachrichtigungen nerven. Ihr könnt die Glocke natürlich auch deabonnieren. Trotzdem meinen Kanal behalten. Wobei ich festgestellt habe, dass das auch überhaupt nicht wirklich aktuell ist mit den Benachrichtigungen. Ich habe heute eine Benachrichtigung bekommen für ein Video, was ich gestern online gestellt habe. Also über 24 Stunden später. Ah, Entschuldigung. Ich habe allgemein den Eindruck, dass der Algorithmus momentan schon wieder, dass da ein bisschen was drin gearbeitet wird. Aber gut. So, wir haben erreicht den Kita-Waka-Schrein. Wir gehen jetzt in die Kita. Ja, ich glaube, da gehöre ich auch hin. So, das Alterslevel passt. In meinem Kopf. Entdecke das innere Kind in dir, oh Gott. Also, ich sehe einen Schrein und ich sehe nach drinnen. Ich sehe nach drinnen, nach innen. Damit wir nach außen gucken können. Boah, die Struktur da unten sieht aber auch geil aus. Das Auge, du musst die Quest mit dem Auge machen. Ich weiß. Machen wir doch auch. Kreative Wegfindung. Ach, das ist ja heute voll meins, sage ich jetzt. Warten wir 5 Minuten ab. Ob ich heute kreativ bin? Ja, ich weiß, du bezweifelst. Ich bin heute eher komisch. Die komische Wegfindung müsste es sein. Aber hier müssen wir die Wippe einfach erstmal nur beschweren, damit wir rüberkommen. Und das heißt, den Massepunkt legen wir hier nach vorne. Zap. So, dann ist das nämlich hier drüben. Und es ist auch lang genug. Passt. Aber war das jetzt kreativ? Eher weniger. Wir können, weißt du, was kreativ ist? Wenn wir wieder den machen, dass wir sagen, was wir bekommen haben, nehmen wir einfach wieder mit. So. Zack. Dann haben wir hier jetzt ein Rad. Da können wir tatsächlich... Das dreht sich ja. Das Teil einfach ran düdeln. Pass auf, das bleibt jetzt hängen. Nein! Heute ist ein bisschen Können. Können im Sterben. Nochmal, weil es so schön war. Wie gut. Hat Link es jetzt aufgehalten? Ich wollte eigentlich springen. Ich habe die Taste zum Springen nicht gefunden. Ich habe da vorher Super Mario Bros. Wonder gespielt. Da ist die Sprungtaste woanders. Ist ja geil. Ich hätte halt voll gedacht, wie es sonst mal der Fall ist, dass es halt so voll pfump einfach gegen den Stein dödelt. Nö, nix. So hat sich das jetzt gelohnt. Ach, für eine Kiste haben wir das gemacht. Natürlich. Damit da jetzt was drin ist. Oh, 10 Holzpfeile. Ich bin ruhig. Die nehme ich sehr, sehr gerne mit. Also, da haben wir was, was leuchtet. Da ist nochmal so eine Wippe. Basuff. So ist der einfachste Weg rüber. Moment, ich hole mir mein Brettchen wieder.
Dankeschön. Gib das her. Das ist meins. Und hier haben wir jetzt das gleiche wieder, das gleiche Wippenproblem oder den gleichen Wippenumstand, dass wir hier auch wieder Gewicht nach vorne verlagern müssen, damit es nach unten kommt. Ha, nee, gar nicht. Noch besser. Also, wenn das nicht kreativ ist, Freunde, weiß ich auch nicht. So, und um es richtig kreativ zu gestalten, damit wir auch nicht reinfallen, machen wir jetzt hier das, den Bums richtig fest. So, und da können wir nämlich raufspringen. Oder wir können... Pass auf. Das ist kreativ. Einfach von unten nach oben. Und für nü. Sterben. How to die. The way to die. So, Frage, kommen wir da jetzt rüber? Eigentlich müssten wir ja rüberkommen. Ah, Frage für einen Freund. Doch, kommen wir natürlich. Aber jetzt haben wir das Ding, das... Ah, warte mal, ich muss es anders bauen. Ich sehe das Problem. Ich sehe gleich mehrere Probleme. Ah, muss ich sterben? Ich muss sterben. Nein, ich muss sterben. Es ist Zeit zum Sterben. Weil ich komme da nicht hoch, oder? Schaffe ich das? Schaffe ich doch nie im Leben. Pass auf. Und zack, runter. Also, es muss lecker sein. Aber auch das kriegen wir hin. Haben wir doch irgendwo Brettchen? Nö, ne? Waren die einzigen Brettchen. Ist ja auch nicht schlimm. Reicht ja auch. Reicht ja auch. Kann ich das Teil aushebeln? Das wäre jetzt auch lustig. Also. Nein! Ich wollte schon sagen, mein Brettchen ist weg. Also, Friends. Weißt du, was wir auch machen können? Wir können das hier so dachmäßig andödeln. So, weil wir können ja auch rüber springen. Dann haben wir nämlich ein Gewicht nach unten. So. Und das hier, das machen wir da oben hin. Ich sehe noch nichts. Das müssen wir höher bauen, ne? Ich sehe nichts. Wenn die Stimme versagt, wisst ihr, dann wird es ganz gut, glaube ich. Wir könnten auch mal was essen. Link ist ja nicht auf Diät. Aber das Drehen kriegt es immer noch nicht hin. Ich weiß. So, pass auf, warte. Und... Kommen wir bis hin, ist die Frage. Ich bin mir noch nicht sicher. Es sieht tatsächlich nicht so aus, wie das, was ich vorhabe zu tun. Müssen wir doch von unten machen, glaube ich. Ja, müssen... Ah, ja, ja. Das wollte ich tun. Genau. Genau. So. Dumme Idee. Weil jetzt kommen wir nämlich gar nicht hin. Aber kann ich theoretisch nicht einfach auch über die Zeitumkehr? Ne, kann ich nicht. Ich muss es halt so machen, dass es oben auch ankommt. Ich weiß, es ist easy. Ich stelle mich gerade schon wieder ein bisschen dezent dumm an. Kriege ich mein Dings denn jetzt her? Kriege ich. So, pass auf. Anwinkeln. Ein bisschen. Und dann verbinden wir es nämlich so. Ah, so wollte ich es haben. Jetzt halt nur die Frage, kommen wir da hin? Pass auf, von hier oben vielleicht so ein bisschen ranschweben. Wie ein Schmetterling. In der Nacht. Perfekt.
Also, ich würde sagen, kreative Lösung gefunden. Und was ist das? Okay, wir müssen uns jetzt hier hochschießen lassen. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Ja. Oh, das reicht aber gar nicht. Wir gehen aber auch eine Verlängerung. Da ist die Rotz im Hals. Lorotz. Lorotz. Habe ja gesagt, ich habe gerade gegessen. Da hat der Magen ein bisschen zu tun damit. So. Dülülülülü. Dülülülülü. Ja, so sieht das gut aus. Und dann gehen wir ganz nach unten. Und dann... Zack. Ja. Da. Knappe Nummer. Das war doch mal ein lustiger Schrei. Den fand ich toll. Das war jetzt eine schöne Abwechslung zwischendurch. O Besucher dieses Bannschreins, der das uralte Böse versiegelt. Ich habe gerade keine Stimme. Sei gelobt dafür, es bis hierher geschafft zu haben. Aber so kreativ fand ich es jetzt nicht. Nun soll das reinigende Licht dich erfüllen, welches an diesem Orte ruht. Lü. Können wir gleich gucken, wie viele wir haben? Bestimmt nur eins oder so. Wir haben schon ewig keine Schreine mehr gemacht. Oh, wir können beten. Wir können für ein Herz beten. Dann sollten wir das auf jeden Fall mal wieder tun. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Möge es, wird es, tut es. Vielen Dank. Ich weiß nicht, was das gerade in meinem Hals ist, Freunde. Sorry. Einfach sorry. Sorry. Und ein neuer Morgen ist da. Und guck mal, wie es jetzt schon wieder heiß ist. Am Arsch. Das finde ich auch richtig, richtig spannend. Tore von Perit. Und hier haben wir Gerudo. Ja, ja, ja. Da sind wir noch nicht. Wir wollten jetzt zum Auge, haben wir gesagt. Auge, 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 Auge. So. Ja, ja. Und ihr Link uns wegstirbt. Machen wir das jetzt auch. Müssen wir hier rüber? Nee, ist das falsch? Wo muss ich denn hin? Dahin. Da sieht es aus, als Miss Wellen. Warum ist denn hier nicht so heiß? Mir ist so heiß. Mir ist so heiß. Ich will in die Kälte. Er hat aber auch die beschissenste Klamotte für so eine Aktion an, ne? Schön im Schneeoutfit. In der sengenden Wüstenhitze. Naja, kriegen wir hin. Nein, ich kühle mich jetzt nicht ab. Das muss er jetzt einfach mal ein bisschen aushalten. Der gute Boy. So, kurz auffrischen und los geht's. Weiter geht's. Wir müssen ja eigentlich nur da zu dem Berg ran, dann ist ja wieder nicht mehr so heiß. Stimmt, wir waren am Sonnenuntergang hier, ne? Da war es nicht so schlimm. Da war es nicht so schlimm. Komm, du musst mich anschubsen. Wir müssen darüber. Und da ist gleich nicht mehr so heiß. Alles cool. Kriegen wir hin. Aber ich leide ja genauso, wenn es so heiß ist. Siehst du? Zack. Gleich erstmal hier in Schatten stellen. Und etwas leckeres Essen. Was haben wir denn, was haben wir denn in der Tasche? Oh, geil. Guck mal. Fischspieß. Lecker. Lecker. So. Und weiter geht das. Also erstmal suchen wir das Loch und dann suchen wir das Auge. That's what she said. Um dann mit dem Auge ins Loch zu gucken und uns reinzustürzen. Und diesem komischen Lochäumel da unten.
sein letztes Auge wieder zu sehen, weil er nur mit dem vierten am besten sieht. Vier Auge. Ah, Kabrillenträger. So hat man uns in der Schulzeit noch genannt. Und jetzt sind sie modern und hip. Naja. Hätte ich mal früher meinen Mitschülern sagen können. Dann hätten sie mich weniger gehänselt. Ach, aber ich hatte auch so eine hässlichen Gestelle, die jetzt modern sind. So eine komischen Plastikgestelle. Genau die gleiche Größe, ne? Wenn ich jetzt Fotos von früher sehe, Alter, ich sehe aus wie eine dicke kleine Oma. So kurze Haare, auch so ungefähr die Frisur, wie jetzt modern ist. So eine komische Brille und dann sah das kleine, dicke Kind und musste grinsen. Furchtbar. So. Am vergessenen Plateau. Ja, so, ja, ich könnte Sachen ranmachen. Stimmt, ihr habt gesagt, mach doch mal Flügel oder sowas ran, oder? Ich weiß. Hier, Pfeile. Modifizieren wir damit. Ich habe es ja jetzt verstanden. Wo ist es denn jetzt? Nein, ist ja gut. Also vielen Dank für solche Kommentare. Weil ich habe tatsächlich, was so Kombination... Och, Alter. Was so Kombinationsgeschichten betrifft, noch nicht so viel ausprobiert. Oder beziehungsweise noch nicht alles ausprobiert. Weil ich natürlich immer so ein bisschen gucke, dass es nicht zu langweilig wird. Es soll ja auch noch ein wenig Unterhaltung in der Folge sein. Also das heißt, nur rein random Rumprobiererei gibt es hier nicht. Denn hier findet auch krasse Action statt. Manchmal ein bisschen mehr krasser, manchmal ein bisschen weniger krasser, manchmal ein bisschen mehr im Verzweifeln und manchmal auch mit sehr, sehr komischem Humor. So. Manchmal im Regen, manchmal im Schnee. Wir erleben hier alles. Wo ist es denn? Das da hinten? So weit? Hm. Gut. Dann ab durch den Schnee. Bei wem schneit's? Bei wem schneit's? Es ist ja jetzt inzwischen sehr, sehr kalt. Und wer ist von Hochwasser betroffen? Das würde mich tatsächlich sehr interessieren, weil hier in Berlin kriegen wir davon ja eher weniger mit. Ich meine, klar, wir haben ja auch jetzt nicht so wirklich viel Wasser. Wir haben die Spree. Okay. Das war's. Dann hoffe ich, geht's euch gut. Und warum sind hier so viele Felsen? Guck mal, hier sind so viele Felsen am Start. Können wir bei so ein Felsen ins Loch schmeißen? Dem Untergrund Äumel auf den Kopf werfen. Hat jemand schon mal probiert, was anderes als das Auge einzusetzen? Bestimmt, oder? Jetzt kommen sie wieder auf sehr, sehr dämliche Ideen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Also, wo ist es denn? Es müsste Theo praktisch hier irgendwo sein. Ha, ich habe es gefunden. Da ist es. So, Südabgrund am vergessenen Plateau. Ich glaube, das haben wir tatsächlich auch schon mal gesehen. Aber jetzt die Frage, wo ist das Auge? Wer hat das Auge gesehen? Hände hoch. Losgelegt. Oder wir müssen wirklich alle Steine reinwerfen. Ich sag doch, wir werfen jetzt die Steine mal rein. Meinst du, wir hören es Pop machen? Wie bei so einem Brunnen? Ah, ist zu tief, ne? Meinst du, der ist schon angekommen? Lustig wäre es, wenn er jetzt wieder rauffallen würde. Ha! Gefunden! Gefunden! Na, das war aber versteckt. Nicht. Gut. Na dann, Edemene. Zack. Flupp. Ruf aus der Tiefe. Wir haben jetzt das letzte Auge reingeworfen, Freunde. Und hier ist Miasma. Wir laufen noch mal ein bisschen drum herum. Die werden jetzt auch wieder runterspringen. Es wird dunkel. Flupp. Rein. Wobei, so dunkel sieht sie gar nicht aus, Freunde. Ja, nee, Tulin ist jetzt mal eine ganz dumme Idee. Alter. Hör auf. Ah. Ah, Hilfe. Boah.
Vorsichtig sein. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Sehen wir was? Ja, ich glaube schon. Es sieht sehr hell aus. Es sieht wirklich sehr hell aus. Haben wir hier schon Licht ins Dunkel gebracht? Das sieht so aus. Aber es, warte mal. Ah, da ist das Auge. Sind wir direkt drauf? Nee, wo sind wir denn? Aber hier sind auch wieder... Nee, warte mal. Was ist das? Oh, müssen wir jetzt fliegen? Oh, es könnte sein, dass wir irgendwie rüberfliegen müssen. Pass auf, wir gucken es uns an. Aber ihr es Platsch macht. So, perfekt. Ach, ihr schon wieder. Lasst mein Auge in Ruhe. Auf euch habe ich ja keinen Bock. Ich möchte meine Ruhe. Und hier sind so viele Irrlichter. Heißt, wir waren hier noch nicht. Freunde. Wie die ganze Chose weitergeht, ob wir das Auge zielgerecht zum, ich nenne ihn jetzt einfach mal den Untergrundäumel, ich hoffe, das ist jetzt keine harte Beleidigung, ja, wie das Ganze weitergeht, ob wir das Auge da zielgerecht, fachgerecht zum ursprünglichen Besitzer hin transportieren werden, werden wir in der nächsten Folge herausfinden, Ladies and Gentlemen. Ihr müsst also unbedingt einschalten. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Bis dahin, genießt den Tag und seid ein wenig wörtlich dabei. I'm sorry.